Herzlich willkommen zu unseren 2 Minutes Essentials. Ich bin Anke Krutzker-Weinhold, Produktmanager der beiden Medienkonzepte Inspect und Mastec Drives Automation. Unser Online-Format liefert Ihnen konkrete Antworten auf Ihre Fragestellung. Heute begrüßen wir Alexander Mühlens, Robotikexperte und Leiter Automatisierungstechnik bei IGOS. Herr Mühlens wird uns in den nächsten Minuten erklären, wie ein einfacher und zugleich kostengünstiger Einstieg in die Robotik gelingen wird. Herr Mühlens, wir sind gespannt. Super, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einleitung. Ich share direkt mal meinen Bildschirm. Könnten Sie mir nur kurz Bescheid geben, ob man alles sehen kann? Ja. Sehr gut. So, ich versuche die 2 Minuten nicht zu sprengen. Ich habe mir bewusst mal einen Timer angemacht. Schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ich möchte Ihnen gerne kurz erläutern in 2 Minuten. Gib mir alle Mühe, was Low-Cost Automation ist, was es heißt, was ich schlussendlich für mein Geld bekomme und wie hoch das Investitionsrisiko ist. Also wie hoch ist das Risiko, dass ich nachher eine Maschine da stehen habe, die ich gar nicht gebrauchen kann. Das sind die Themen, die gerade kleine mittelständische Unternehmen rumtreiben, beziehungsweise auch größere Unternehmen, also auch ganze Aktiengesellschaften, weil die in kleinen Teilbereichen auch nicht arbeiten als kleine mittelständische Unternehmen. Wir meine ich IGOS, verstehen unter Low-Cost Automation eine schnelle Amortisierung. Also wir wissen aus unseren Erfahrungen, knapp 10 Jahre Robotik und Automatisierungstechnik, dass Wirtschaftseinheiten in Unternehmen ein Budget von 30.000 bis 90.000 Euro haben in der Regel, um Automatisierungsprozesse angehen zu können. Allen eint eine Frage, wie schnell amortisiert sich das Ganze? Also wie schnell bekomme ich was für die Automatisierungseinheit zurück? Also ab wann habe ich keine Fehler mehr in meiner Produktion? Oder ab wann läuft sie und ich kann den Mitarbeiter auf eine andere Aufgabe bringen und nützlicher nutzen. Das sind die Fragen, die den Entscheider rumtreiben. Und je mehr man diesen Punkt, das ist der Return on Investment Punkt, so nennen wir das, in der Zeitskala wieder zur Nullachse hinbekommen, umso schneller investiert man. Wir haben dafür 2 Hebel von der Seite IGOS aus. Das ist einmal kostengünstige oder erschwingliche Automatisierungstechnik Robotik und zum anderen die Integration vereinfachen, weil in einer Maschine schlussendlich gibt es einmal den Roboter, ganz, ganz viel Peripheriegeräte, aber vor allen Dingen auch die Integration. Das heißt, wie schnell bringe ich dieses Gesamtsystem Maschine zum Laufen? Und da verbirgen sich sehr, sehr viele Kosten hinter. Und das ist ein Hebel, wo wir auch ansetzen. Zunächst einmal, was gehört alles zum Lieferumfang der Firma IGOS? Wir reden über einzelne Robotikkomponenten, aber gerne auch die Einzelachsen, gerne mit Steuerung, aber auch nur Motortreiben an oder ihrem speziellen Motor. Wir verfahren immer Build-or-Buy-Strategie, das heißt, Sie können alles fix und fertig, Plug and Play, genug Anglizismen, sofort nutzbar von uns kaufen oder auch einzelne Technologien nutzen und Ihre eigenen Roboter zum Beispiel bauen. Was gehört nicht mit dazu? Das sind Greifer, Kamerasysteme, Master PLC, Safety, CE-Kennzeichnung der Gesamtmaschine. Dazu werden weitere Lieferanten benötigt. Dazu haben wir aber auch eine Lösung. Unser Marktplatz www.rbtx für robotics.com, der 2 Versprechen gibt. Einmal, dass man alles überall dort natürlich die IGOS-Roboter auswählen kann und auch andere Roboter aus dem Low-Cost-Segment und diese Robotik-Komponenten verbinden kann mit Greifer-Kamera-Technik oder mit Safety-Technik und immer einen Live-Preis bekommt. Das heißt, auf dieser Plattform, auf diesem Marktplatz RBTX, kriegt man immer einen Live-Preis und weiß, ob es noch Low-Cost ist für seine eigene Anwendung. Und man hat das zu sich das Versprechen, dass alles zusammenpasst. Einmal auf der Hardware-Seite mit Adapterplatten, einmal auf der Software-Seite. Das heißt, die Kamera ist nachher in der Roboter-Software auswählbar und somit sehr, sehr schnell und einfach integrierbar. Zu den IGOS-Roboterarten. Im Grunde haben wir 3 verschiedene Roboterarten. Alle mit Robotersteuerung für unter 5.500 Euro. Den Robolink, das ist unser flexibelster, 3 Kilogramm ab so 6 Sekunden Zyklen für Automatisierungsaufgaben. Wenn es dann schneller sein darf, der Delta-Roboter mit 5 Kilogramm Payload kann ab so einer Sekunde Bewegungsaufgaben übernehmen. Und mit Abstand der individuellste Roboter, der Linearroboter, 10 Kilogramm, Taktzeiten 2 Sekunden, ganz, ganz individuell konfigurierbar, 6 auf 6 Meter mal 700 Millimeter Z-Achse. Alles zusammen haben wir im letzten Jahr knapp 5.000 Roboterkinematiken in den Markt gebracht.
Das war der eine Hebel, kostengünstige Automatisierungstechnik, Robotik. Der andere Hebel ist die schnelle Integration. Und dafür gibt es von uns eine kostenlose Roboter-Software. Wir sehen hier eine Batterieentnahme und Abgabe an zum Beispiel einer Prüfstation oder an einer Produktionsvorbereitung. Und diese Automatisierungsaufgabe kommt komplett mit einer kostenlosen Software, die heißt IGOS Robot Control, die können Sie bei uns auf der Seite runterladen, vorab schon ausprobiert werden, vorab programmiert werden. Ohne einen Cent zu investieren, wissen Sie vorab, ob Sie mit der Programmierung, mit der Integration zurechtkommen, weil das ist nachher das wahre Geld, was Sie einsparen können. Natürlich mit Greifer-Integration, Vision-Integration und so weiter. Zu guter Letzt, dann bleibe ich zumindest unter 5 Minuten, ein paar Anwendungen einfach mal, um ein Bild zu bekommen, wo wird Locus-Automatisierung in den letzten 10 Jahren eingesetzt. Pick-and-Place-Aufgaben in Arbeitsvorbereitung. Wir sehen links eine Steckervorbereitung. Unten rechts sehen wir einen Dispensing-Vorgang. Und in der Mitte, vielleicht ganz interessant, unten sehen wir ja einen Roboter in einer Pralinen-Sortieranlage. Also Locus-Automation ist wirklich so erschwinglich, dass man ihn selbst in Verkaufsautomaten benutzen kann, hier mit einer 7. Achse von uns. Ich sage von meiner Seite aus Danke und würde wieder an die Moderatorin übergeben. Da bin ich schon wieder. Gibt es Fragen von Seiten der Zuhörer? Bislang noch nicht, aber das macht nichts. Ich habe 2 Fragen. Und zwar, wie unterstützt denn IGOS Unternehmen, die beispielsweise bislang noch gar keine Berührungspunkte mit der Robotik haben und jetzt sagen, ich würde gern einsteigen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder ansetzen soll. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank. Grundsätzlich haben wir dort mehrere Wege. Also einmal haben wir einen Außendienst, der darauf spezialisiert ist, auch wenn das in jetzigen Tagen über Remote eher dann durchvollzogen wird, der sich die Anwendung anschaut, Ihnen direkt einen Richtpreis geben kann, auch für Lösungen, die vielleicht das IGOS-Universum verlassen. Dafür haben wir auch diesen Marktplatz, um ihn auch da signifikant und verlässlich eine Preistendenz zu sagen, damit man schon bevor man sich mit diesen ganzen Projekten, Systemen beschäftigt, weiß, geht das in die richtige Richtung und ist das, was ich mir vorgestellt habe. Zum anderen haben wir eine Customer Testing Area. Da können Sie uns Ihre Aufgaben kostenfrei einsenden. Zum Beispiel sagen Sie, Sie wollen jetzt dieses Handy prüfen, ohne jetzt hier Werbung zu machen für den Handyhersteller, also irgendein Device prüfen, sind Sie nicht sicher, ob das funktioniert, senden Sie es ein, Sie kriegen innerhalb von einer Woche ein Video zurück mit einer Lebensdauer und einer Preisaussage, ganz unverbindlich und Sie können danach immer noch entscheiden, ob Sie das Projekt angehen wollen oder nicht. Auch eine gute Antwort. Danke. Eine andere Frage. Sie sagten, Komponenten wie beispielsweise Kameras gehören nicht zum Portfolio von IGOS, da nimmt man andere Anbieter hinzu. Ist es irgendwann langfristig eine Strategie von IGOS zu sagen, ich werde komplett Anbieter im Bereich Robotik, so wie es andere Automatisierer aktuell machen und indem sie Bildverarbeiter zukaufen? Also ich glaube nicht. Unser Schuster bleibt bei seinen Leisten, ja, das sollte da die Maxime sein. Wir sind gut in Kunststoff. Teile dort zu erstellen, bewegten Anwendungen, wo andere metallisch geschmierte Komponenten verwenden. Und ich glaube, da ist auch unsere Zukunft. Also wir versuchen eher noch modularer zu sein, um irgendwann mal ein Plattform-Business oder auch ein Software-Business, die kostengünstige, erschwingliche Hardware liefern zu können. Natürlich haben wir diesen Marktplatz und über den Marktplatz gibt es natürlich viele Anfragen, liefert mir die Vision doch direkt mit. Und deshalb gibt es auch diesen Marktplatz, dass wir da gesamtheitlich mit so einem Vision-Hersteller, mit seiner Expertise auch den Kunden beraten können. Weil das ist die Idee. Wir haben vor 1,5 Jahren mit diesem Marktplatz gestartet und wir haben mit der Idee sind wir gestartet, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn jetzt da einer von einem Vision-Hersteller, einer von einem Greifer-Hersteller und der IGOS-Mensch nebeneinander ständen, dann wären wir doch eigentlich an dem Punkt, wo wir gesamtheitlich die Anwendung beraten können. Und da wollen wir hinkommen und das ist die Idee des Marktplatzes. Kommt allerdings dann nicht durch IGOS selber, weil der Experte, der Vision muss immer noch dabei sein, der liefert dann sein Paketchen mit der Kameratechnik ab, aber im Hintergrund ist halt alles vernetzt und das ist das Wichtige. Die Vision muss integrierbar auch in die Roboter-Software sein, weil nur dann kriege ich schnell umgesetzt. Habe ich immer Parallelwelten, also auf den Bau bezogen, wünsche mir eigentlich einen Generalunternehmer, der kostengünstig ist, um mein Haus zu bauen, muss ich mich mit allen Gewerken immer wieder alleine unterhalten und noch sicherstellen, dass die Verknüpfungspunkte von den Gewerken einfach zueinander stimmen, dann wird es einfach unglaublich kompliziert. Und deshalb gibt es den Marktplatz rbtx.com. Eine abschließende Frage noch, sofern keine von den Zuhörern kommt. Low-Cost-Robotik.
Jetzt gibt es ja preisliche Unterschiede bei der Robotik, die sind enorm. Heißt das Low-Cost-Robotik, dass ich irgendwo auch Einbußen hinsichtlich Qualität hinnehmen muss? Oder wie kommt dieser Low-Cost-Aspekt zustande? Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Also Low Cost in unserem Falle, muss man differenzieren, in unserem Falle kommt zustande, weil wir dort viele Kunststoff-Spritzgusselemente verwenden, die von der Lebensdauer berechenbar sind, aber definitiv nicht in der gleichen Präzisionsklasse oder auch in der Lebensdauerklasse, je nach Anwendung arbeiten, wie vielleicht andere Hersteller, die ein Zehnfaches kosten, einfach zu diesen Komponenten. Also wir verfahren nicht die Strategie Long Life, also ewiges Leben der Komponenten, sondern wir verfahren die Strategie, dass wir auch nur das verwenden, was auch benötigt wird. Das heißt, Themen wie Overengineering fallen dort einfach komplett weg. Die meisten, gerade Automatisierungsanfänger, beraten wir tatsächlich dahin, dass wenn sie auch nur Dreiecksysteme benötigen, dass sie dann auch nur Dreiecksysteme auch kaufen. Gerade Automatisierungsanfänger neigen dazu, sich immer eine Sechsachs-Roboterkinematik zu kaufen, obwohl sie vielleicht nur drei Freiheitsgrade benötigen. Jeder Freiheitsgrad mehr bedeutet einfach mehr Optimierungspotenzial, mehr Probleme im Endeffekt, die Anwendung integrativ zum Laufen zu bringen. Und da ist einfach mal wichtig, fokussiert zu sein auf die wirklich wichtigen, prozessrelevanten Dinge. Dafür ist wieder der Marktplatz, aber auch der IGOS-Verkaufsberater, in welcher Form auch immer, der Richtige, der einen an die Hand nehmen kann, um da vorwärts zu kommen. Jetzt erreicht uns doch noch eine Frage, und zwar, wer sind denn die Entscheider oder wer entscheidet in den Unternehmen, ob man Low-Cost-Robotik einsetzt, und mit wem spricht IGOS hier in den Unternehmen? Tatsächlich in den, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich in den ganz, ganz großen Unternehmen, das aus den höchsten Führungsebenen kommt, also aus dem höheren bis mittleren Management. In kleinen Unternehmen ist es wirklich der Betriebsmittler, der seine eigene Entscheidung macht. Das heißt, der erkennt, dass er am Band einfach ein Einsparpotenzial hat, weil dort immer wieder Fehler entstehen, weil dort Teile verkehrt voreingelegt werden, zum Beispiel in Form oder der Klebeauftrag nicht immer 100% so durchgeführt wird, wie es sein soll. Und er sagt, da muss ich einfach automatisieren. Das ist ein sehr systemkritischer Prozess, der allerdings eine Genauigkeit meistens nur um die 3/10 benötigt. Ja, wenn man damit Low-Cost-Automation, Low-Cost-Robotik seine 20, 30 Millionen Zyklen verfahren kann, dann ist er meistens jahrelang damit befriedigt. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Mühlens. Vielen Dank an die Zuhörer. Allen einen schönen Tag und Ihnen zahlreiche Anfragen, Herr Mühlens. Vielen Dank und bleiben Sie gesund in der Runde. Das ist das Wichtigste momentan. Ne? Ebenso. Machen Sie es gut Ciao. miteinander. Tschüss.